Hi, hier Steffi und ich spreche jetzt mit Daniel Entriss. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich als DJ Entrex. Wir sprechen über unsere gemeinsame Jugend auf dem Dorf, Erwachsenwerden in Kassels Clubs und wenn es drauf ankommt, ob er dann auch mal Helene Fischer auflegt oder eben nicht. Jetzt gibt's Heckmeck. Ja, hoffe ich doch. Ja, aber hi. So richtig. Hi, Daniel. Wie schön, dass du da bist. Daniel Entriss, DJ Entrex, wahrscheinlich besser bekannt in Kassel unter diesem Namen. Ja. Man kennt dich ganz gut von den großen Plakaten, zum Beispiel vom Club 22, riesengroß. Ich erschrecke mich aber fast immer ein bisschen und denke, Daniel. Ich musste, am Anfang war es auch komisch für mich, aber jetzt gehört es zum Alltag. Das ist normal, dass man sich in überlebensgroß auf der Friedrich-Ebert-Straße hängen sieht. Das ist halt mein Z-Promi-Status, was soll ich sagen. Wie schön. Ja, daher kennt Kassel dich, wir kennen uns, wir haben das gerade im Vorgespräch schon einmal kurz besprochen, unfassbar lange. Ja. Ich habe eben kurz drüber nachgedacht, ob wir es erzählen wollen oder nicht. Wir machen es offen, wir haben 20-Jähriges dieses Jahr. Wir kennen uns seit 20 Jahren, weil wir zusammen auf dem Dorf groß geworden sind. Das ist richtig, ja. Nicht im gleichen Dorf. Nicht im gleichen Dorf. Erzähl du mal. Ja. Ja, ich komme ja gebürtig aus Kalden und du, Espenau war das, richtig. Ne? Und ja, Kalten gibt es ein tolles Waldschwimmbad und da haben wir uns dann in der Sommerzeit regelmäßig getroffen. Mhm. Stimmung war manchmal nicht so gut, weil Kalten und Espenau war damals kleine Rivalitäten, weil gewisse Leute immer gerne über den Schwimmerzaun gehüpft sind. Was? Und die ansässigen Kalten da immer Eintritt zahlen mussten und da gab es mal Ärger und dann, ja, aber wir haben uns dann durch zwei Kumpels kennengelernt, ne? Also richtig kennengelernt dann. Ja. Und seitdem laufen wir uns regelmäßig über den Weg. Wir waren auch mal Nachbarn zwischendurch. Genau, wir waren sogar ein paar Jahre Nachbarn. Das ist echt irre. Also es hat sich durchgezogen. Wir haben echt überlegt, 20-Jähriges jetzt. Ich war damals ungefähr 15 und wir waren mit den coolen älteren Jungs unterwegs, die schon ein Auto hatten. wie das auf dem Dorf so zu sein hatte damals. Und tatsächlich auch im Joy in Kalden. Das gute alte Joy. Das ist ja sowas, woran ich mich total, also wenn ich an Jugendzeit zurückdenke, mein erster Disco-Besuch, das darf man echt nicht laut sagen. Ich war mit 14 das erste Mal in einer Disco. Willkommen auf dem Dorf, ja. Eieiei. Ja, sind wir doch mal ehrlich. Wir sind auf dem Dorf groß geworden und bei uns gab es das Joy Kalden. Und das war für die Jugendlichen, war das so, ja, das war wie ein Ritterschlag. Total. So mit 14, 15 das erste Mal in die Disco. Ist ja auch meine Anfangsstätte. Ich habe ja im Joy auch, ich war ja Stammgast, ich gehörte ja zum Inventar. Da war das auch noch cool, das muss man dazu sagen. Ja, das muss man dazu sagen. Da war es noch kein Hochglanzfliesentempel, wie er jetzt ist, der irgendwelche Hochzeiten da veranstaltet. Die haben ja den Laden so schrecklich umgebaut. Also ich weiß es gar nicht. Ich habe mich jetzt noch gefragt, ob das Gebäude überhaupt noch steht. Ja, ich muss steht da mal noch, vorbeifahren. Das steht noch. Und ich habe damals im Joy halt, ich war halt Stammgast, war immer da und da hat das dann so angefangen, so ein bisschen so technikaffin zu werden. LJ, was hängt hier an Scannern, Akkuface, Endstufen, Clay Parkey Scanner, Martin und okay, weiß ich nicht alles. Und und da habe ich als erstes so ein bisschen mit einem Kumpel zusammen, mit dem Rainer, Grüße, mit dem Rainer zusammen da das Joy so ein bisschen auf Vordermann gebracht. Hm. Wann war das ungefähr? Sag mal das Jahr. Anfang, Mitte 90er war das. Okay. Ja, so Mitte 90er. Mitte, 95 ja. fing das dann an. Und und das DJ wurde dann immer mehr. Das war früher bei mir so, ich wurde auf Partys eingeladen. Du bist älter, als man übrigens denkt, ja, wahrscheinlich. Das sollten wir. Sagst du dein Alter? Ich werde 40 im Juni. Ja, wie schön. Ja, es ist auch schön, ich werde 35 dieses Jahr. Auf meinem 30. hast du auch schon aufgelegt. Das ist tatsächlich so eine Lebensbekanntschaft, die wir irgendwie haben. Die werden wir wahrscheinlich nicht mehr los, bis einer auf der Beerdigung des anderen stehen wird. Und ich hatte dann auf irgendwelchen Privatpartys, wo ich zum Teil die Leute gar nicht kannte, ich hatte immer meinen Bundeswehrrucksack. Gab es zwei Optionen. Entweder war der K49 Karlsquelldosen drin oder die ganzen CDs, die ich habe. Und hab dann auf Partys, wo ich die Leute zum Teil gar nicht kannte, wenn du den Daniel einlädst, der macht den ganzen Abend Musik, stellst ihm was zu trinken hin, dann ist der happy. Heute muss man dafür zahlen. Heute übrigens muss man dafür leider zahlen. Das kann ich aber sagen, Karlsquell hat bei meinem Geburtstag nicht mehr gereicht. Ja, und so war das dann, dass ich dann da gesagt habe, okay, das läuft ja gut. Und dann fing das dann an. Ich war in Kalden und in Kassel gar nicht so aktiv, eher so die Richtung Bad Aholz und Korbach da hinten. Okay. Und im Joy habe ich dann auch, glaube ich, einmal Musik gemacht. Das war dann dem Herrn mit der rosa Badekappe zu viel Hibbidi-Hopp. Und da sagte er, das ist nichts für mich, Bub. Und
Und dann hat sich nach Kassel verschlagen, oder? Und dann habe ich die Crew vom York damals kennengelernt, privat auf einer Grillparty. Da gehörte das Traders, die Traders Lounge noch zu den Jungs vom York. Oh Gott, die Traders Lounge kenne ich nicht mehr. Das ist da so Hintereingang TK Maxx, wo jetzt der Voice Store ist, da dieser Parkplatz dahinter. Da war ich wahrscheinlich zu sehr Engelsburg-Schülerin, das kann sein, als dass ich da gelandet wäre. Ja, ja, ja. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, ja, so schlimm war ich auch nicht. Ja. Und ja, dann habe ich die York-Jungs da auf einer Privatparty, Grillparty da kennengelernt und gar nicht so mit der Tür ins Haus gefallen. Hey, ich sage, hey, ich bin DJ, cool mit euch abzuhängen, ihr gehört ja alle zum York. Sondern das kam dann erst eine Woche, zwei Wochen später. Da rief mich dann einer aus New York an und sagte da, hey Daniel, du hast gerade erzählt, dass du DJ bist und willst du dann, ich sage, ja, ich wollte nicht mit der Tür ins Haus fallen, ich habe euch gerade kennengelernt und so und ja, und dann kamen wir so ins Gespräch und dann war ich, damals habe ich noch bei der MEWA gearbeitet in Immenhausen, da kriege ich dann einen Anruf, da war dann, ich glaube, der Kai oder der Kashi dran oder René, ich weiß es nicht mehr, einer von den York-Leuten damals und sagte, Daniel, hier, DJ ausgefallen, kannst du am Samstag in der Studiobar auflegen. Ja, das war 99 war das. 99? Das war, mein erster Gig im York war 99. Und, 21 Jahre ist das ja. Ich brauchte gerade recht lange im Kopf, um es zu berechnen. 21 Jahre. Und und dann die Party lief gut. Ich habe ja vorher schon so ein bisschen Disco-Luft geschnuppert in Richtung Bad Ahrholz in Korbach. Da hatten wir eine Flirt- und Single-Party. Oh, die gab es früher. Was ist aus den Flirt- und Single-Partys geworden? Das frage ich mich. Ich setze ja ehrlich gesagt, also ich habe ein kleines heimliches Konzept, das ist das erste Mal, dass ich es öffentlich ausspreche, im Kopf. Ich denke die ganze Zeit, warum nicht eigentlich wieder analoge Flirt- und Single-Partys, Leute? Warum die ganze Zeit Tinder? Ich meine, jetzt zu Corona-Zeiten, okay. Yeah. Aber was ist aus den guten alten Flirt- und Single-Partys geworden. Wie wäre es, wenn man das vielleicht ein bisschen digitalisiert, aber trotzdem die Flirt- und Single-Leute, Flirt- und Single-Leute ist auch schön, die Singles einfach... Eingetragenes Warnzeichen. Ja, dass da wieder so richtige Partys stattfinden. Ich frage mich ernsthaft, ich weiß auch nicht, ob man hingehen würde oder nicht. Weißt du noch, wie das abgelaufen ist früher? Da gab es diese handgedruckten Zettel. Mit Nummern. Mit Nummern. Und Herzen drauf. Und da musstest du, wenn du jemanden cool gefunden hast, hast du dir die Nummer aufgeschrieben, einen kurzen Zweizeiler, Dreizeiler. Stimmt, und dann war das auf so einem Bildschirm. Und dann musstest du das bei so einer, die haben dann in der Disco im Joy damals so eine Gartenlaube hingezimmert und da musstest du den Zettel abgeben und dann wurde der wie in so einer Tombola oder nach und nach wurde der eingescannt und dann konntest du auf den Fernsehern und auf den Monitoren sehen, welche Nummer wer dir geschrieben hat und dann konntest du dich und auf die Suche machen. Die Mädels sind immer ausgerastet, dann stand deine Nummer da und dann konntest du immer konntest du immer Ausschau halten nach der Nummer und dann siehst du, da war das Leben noch in Ordnung, da musste man nicht hindern. Da war das Leben noch in Ordnung, ja. So, vielleicht da gab es aber noch nicht so die Handys und Smartphones aber in dem Ausmaß. Aber lass uns mal abwarten, lass uns mal Corona vorbeigehen lassen und wir reden dann nochmal darüber, ob es sich heutzutage wieder Flirt- und Single-Partys in Real Life geben sollte. Du hast ja eine schöne Location im Keller, da ja, 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 das machen. Überlegen wir nochmal, ob sich das hier lohnt, aber das halten wir mal im Hinterkopf. Kommen wir aber zurück zum Thema, du bist so ein bisschen erwachsen geworden quasi in Kassels Clubs. Wenn man jetzt überlegt, 21 Jahre ist das erste Mal im York her. Ich war nie so der York-Gänger, muss ich dazu sagen, aber wenn ich mir jetzt das so angucke, ich glaube, die sind auch immer noch so alt, wie du damals warst. Das heißt, man wächst da wahrscheinlich irgendwann raus und... Was meinst du jetzt, die Gäste oder die Leute, die da arbeiten? Die Gäste bleiben jung quasi, also die, da wächst man ja irgendwie immer wieder weiter rein. Die sind ja meistens wahrscheinlich so 18, 19 oder so. Und du bist dann irgendwie so von Club zu Club irgendwie erwachsener geworden, habe ich immer das Gefühl gehabt. Vielleicht kannst du mal so einen ganz kurzen Abriss geben, du warst ja doch in vielen Clubs in Kassel. Ja, also wie gesagt, angefangen hat es 99 da im York, dann bin ich im York Resident DJ geworden, dann kam ja 2006, also 2005 ist der Umbau vom Soda gestartet, 2006 war ich dann, Ende 2006 war ich dann auch Resident im Soda, da haben wir ja erfolgreich dann diese Uni-Partys gemacht. Und das war WM-Jahr, ne? Ja, ja. Da haben wir im Soda diese Uni-Party gemacht mit meinem Kollegen André Schaub damals, DJ 42 Deluxe. Okay. Und dann auch immer mal so R&B und Hip-Hop-Partys, aber mehr so in Richtung Kommerz, Richtung R&B, Reggaeton, so diese klassischen R&B-Sachen. Das war so diese Soda-Sache. Und dann ging mir mein damaliger Chef, der Karl, immer gerne mal auf den Zeiger. Daniel, ja, du bist in meinem Club, du kannst da auch in meinem Club auflegen. Und Club war für mich immer so ein rotes Tuch, wo ich gesagt habe... Weil die alten Leute da sind? Ja, weil die alten Leute da sind. Und ja, und Musik, ich will schon meinem Genre treu bleiben. Und habe ich gesagt, ein bisschen mit gehadert.
Und dann, wie gesagt, man wird älter, Hip-Hop auflegen. Ich kann halt gewisse Lieder halt einfach nicht mehr hören, die ich seit, wie gesagt, 20 Jahren jetzt auflegen. und dann habe ich gesagt, okay, du hast so viele Freunde aus dem Haus, Elektrobereich. Ich war ja, obwohl ich damals mit Hip-Hop auflegen, ich war ja trotzdem auch auf Techno-Partys. Mhm. Ich war überall im Haus, im Gleis 1 zu Hause mit Karotte und so damals und was weiß ich nicht alles. Und ich habe dann gemerkt, okay, Hip-Hop kannst du. Also soll jetzt nicht arrogant rüberkommen, aber Hip-Hop kannst du, ja. Weil viele Geschwindigkeiten, viele Genres. Und dann habe gesagt, okay, guckst du dir die anderen Sachen mal an. Habe mir dann so ein bisschen was angeeignet. 80er finde ich richtig gut. Findest du gut? Ja, 70er, 80er auch so. Bei 80ern komme ich irgendwie nicht an, komischerweise. Ich bin, glaube ich, verkommen. Also das hat mich irgendwie verstört. Im Spot gab es immer diese 80er-Partys. Und da waren immer die ganz alten Leute. Damals in dem, das war aber immer in dem großen Raum. Und in dem kleinen Raum. Und im wirklichen Spot waren ja immer die coolen. Und dann bin ich immer rüber und habe gedacht, was ist mit euch 80er-Leuten hier? Und und dann habe ich gesagt, okay, Dienstleister denken, du wirst älter. Du kannst mehr Veranstaltungen machen, wenn du dich schon. Dann mal ging den Schalter um und dann habe ich Spaß dran gehabt, halt die lustigsten Musikgenres ineinander zu mixen. Und dann habe ich dann im Club einen Abend mal übernommen und dann habe ich gesagt, okay, komm her, ist gar nicht so schlimm. Mhm. Ich habe natürlich, klar, meinen Hip-Hop-R&B-Part ein bisschen länger gemacht als meine anderen Kollegen aus dem Club und habe mir dadurch auch so ein bisschen so eine kleine Hip-Hop-R&B-Community im Club mit aufgezogen. Das war ja vorher nie so das Thema im Club. Und dann habe ich gesagt, okay, ein bunter Abend, Club ist für mich, ich nenne es immer Kassel Buntes. Ja. So, alles in Topf, einmal rühren, hier Kassel, friss. Ja. So, nicht böse gemeint, was aber... Was Musik angeht oder die Gäste? Musik angeht. Ach so, also, ich dachte jetzt die Gäste. Nein, 5 Uhr morgens ist auch spannend. Ja. 5 Uhr morgens, wenn es Licht angeht, dann denkst du dir auch manchmal, oh das Gott. Ist mir lange nicht mehr passiert, kann ich dazu sagen. Und und so habe ich dann im Club... rasiert auf eine gewisse Art und Weise. Damals war das noch nicht so public, das Wort rasieren. Und dann habe ich da abgeliefert und jetzt gehöre ich zur Stammcrew und bin quasi in allen drei Läden. York mache ich ein bisschen weniger im Moment. Machst du das noch? Also wie alt sind bei die so Leute Sonderveranstaltungen bin ich im York noch ab und zu. Aber so jetzt diese Wochenendtermine, das überlasse ich meinen jüngeren Kollegen Luke, Sixten, Mace und so weiter. Aber ich bin trotzdem noch stolz, York Resident zu sein. Wie alt sind da die Leute dann so wirklich 18, 19? Ja, oder? Gut, wir haben im York sind klar natürlich auch 16er Abi-Partys, da kommst du da mit Multizettel rein. Die klassischen, also so 18 frisch geworden ins York bis 25. Ich habe jetzt zwei 25-Jährige getroffen, die sind Fans und die sagten halt auch, Daniel, selbst ich mit 25 kann nicht mehr ins York gehen. Aber das ist halt dieser generationsbedingte Wechsel. Ich glaube, das hat man ja in jedem Club, in jedem man Alter. Hat das auch in jeder Generation, dass man diesen Generationswechsel hat. Wir sind damals ins York oder in Spot oder ins Joy gegangen und haben gesagt, was wollen die jungen Dinger denn hier? So, damals waren das vielleicht, sind auf einem Schlag 5 Leute 18 geworden aus deinem Umfeld. Die durften dann ins Joy. Und heute sind es ja Hunderte, Tausende, die Geburtstag haben in einem Monat. Und natürlich ist dieser Generationswechsel immer schneller da. Mhm. Du hast halt im York ein ziemlich junges Publikum. Im Club hat sich, finde ich, richtig gut gemausert. Da sind die jungen Leute, die freuen sich drauf, endlich 21 zu werden, um halt in den Club zu kommen, weil sie halt sagen, okay, es sind natürlich jetzt auch einige Discos weniger da. Ja. Und dadurch, dass wir da auch Genres anbieten, die sonst nicht so gängig sind. Mhm. Also beste Beispiel, King of Leon, Sex on Fire mit Doomfunk, MC Freestyler. Also so wirklich bunt gemischte Sachen, auch verrückte Sachen, das macht mir dann Spaß. Ja. Und es funktioniert. Ich freue mich immer wieder im Club zu sein und das ist so meine Homebase und Es bleibt. Du hast gesagt, dadurch, dass es auch so bunt geworden ist, was die Musikgenres angeht, sogar Hochzeiten mittlerweile, ne? Ja, Hochzeiten, das ist so ein Ding für sich. Auch damals gesagt, Hochzeiten werde ich nie machen. Musste immer den Aspekt sehen, dass ich halt auch eigenes Equipment habe, was ich für die Hochzeiten immer mit einplane, wenn es nicht gerade irgendwo im Verleih ist. Hochzeiten mache ich. Ich treffe mich meistens, jetzt zur Corona-Zeit eher schwierig, treffe mich mit den Paaren irgendwo zentral auf einen Kaffee und wir bequatschen das. Ich sage natürlich von vornherein, wenn ihr auf eure Hochzeit nur Schlager, Ballermann und Afrischi... Ja, was läuft denn? Also wenn die sagen hier, Helene Fischer Album bitte dreimal spielen, machst du es? Also, oder hat man da seine Würde und sagt nee? Das hat mit Würde nichts zu tun. Ich würde sagen, das ist... Ja, aber ich sehe das nicht so eng. Ich sage von vornherein, okay, wenn ihr einen ganzen Abend Schlager, Ballermann und Afrischi wollt,
dann bin ich leider nicht euer Mann. Da verweise ich euch an DJ Klaus, DJ Peter, ne? Der bringt seinen Barhocker und sein Hefeweizenglas selber mit. Der macht dann den ganzen Abend Halligalli für euch. Aber wenn ihr so... Und die haben sogar Glitzerwesten. Ja, so. Glitzerwesten, Glitzerhüte, Sonnenbrille, was es da alles gibt. Ja. Und ich spreche da mit denen halt durch, was sie sich halt vorstellen. Ich habe dann auch immer noch mal so eine kleine Aufgabe nach Ende des Gesprächs, dass ich sage, okay, jeder von euch, ihr setzt euch abends zu Hause hin, Flasche Wein und überlegt mal deine Top 20 Lieblingslieder. Ich finde, das sollte man auch sein Leben lang machen. Also ich habe Freundinnen tatsächlich, das kann ich verraten, die haben schon immer so eine Spotify-Liste, schon immer, seit es Spotify gibt. Wenn sie denn mal irgendwann heiraten, da landen immer die Lieder drin, die auf jeden Fall laufen. Und das finde ich ziemlich clever. Und das ist das, was ich immer sehr lustig finde oder wo ich auch von den Brautpaaren eine gute Resonanz zurückkriege, ist, ich gebe dann diese Aufgabe und sage hier, schöner Abend, Flasche Wein, du deine Top 20 Lieder, immer im Wechsel spielt ihr gegenseitig euch die Lieder vor und sagt ein bisschen was dazu, warum ist das dein Lieblingslied? Ja, da hatte ich meinen ersten Kuss oder mit da dem anderen damals. Ja, oder, ja, so, also die Paare geben mir dann Feedback und sagen halt einfach, wir hatten einen sehr, sehr lustigen, schönen Abend. Mhm. Wir hatten nächsten Tag Bauchmuskelkater vom Lachen. Anstatt einer Flasche Wein waren es dann drei und so. Und also da kommen die lustigsten. Und ich versuche dann auch die Musik, die sie da haben, dann auf ihrer Hochzeit auch zu spielen. Und kommen wir nochmal auf das Thema zurück. Die Genres auf der Hochzeit. Ich sage dann immer, also ihr könnt von mir eigentlich alles haben. Deutsches Liedgut gehört dazu. Mhm. Wenn zum Beispiel, ihr wollt den ganzen Abend Hip-Hop, R&B, House, ein bisschen Justin Timberlake. Ist auch okay, ne? Bisschen, und das meine ich ja. Nach einem Eröffnungstanz, ne, die Leute stehen alle ums DJ-Pult. Das muss ja auch für Oma muss ja ein bisschen was dabei sein. Da muss ein bisschen Disco-Fox dabei sein, dass nach dem Eröffnungstanz der Oma mit der Opa Omas Tanzbein schwingen kann. Ja. Also deutsches Liedgut, Westernhagen, Grönemeyer. So diese Standardsachen. Aber wenn dann nur noch DJ Ötzi da ist. Helene, Augen zu und durch, sage ich immer. Aber das gehört dazu. Ich meine, wir sind Dienstleister, wir verdienen da unser Geld mit. Klar, dass ich mit dem einen oder anderen Genre nicht so viel Spaß habe. Aber die suchen dich ja wahrscheinlich auch nicht aus, wenn sie eigentlich eine Schlagerhochzeit gerne. Die meisten Leute haben mich irgendwo gehört und sagen, das ist das, das ist das, was wir uns für unsere Hochzeit vorstellen. Du hast einen normalen Job im normalen Leben, sage ich mal. Eine ganz bewusste Entscheidung hast du vorhin gesagt, dass du schon immer gesagt hast, DJ ja, aber eher so zum Spaß, Nebenverdienst. Das heißt, du hast eigentlich einen normalen Job. Das war dir auch immer wichtig? Das war damals, wo das angefangen hat, war mir das immer wichtig. Gut, damals mit Schule und Ausbildung. Als das dann alles so richtig ins Laufen gekommen ist, das war von vornherein, dass ich gesagt habe, okay, ich mache es wirklich erstmal nur als Hobby und nur Wochenende. Mhm. Und mein Bauchgefühl, also ich sage mal, meine Spider-Sensoren haben geklingelt und ich bin bisher immer richtig damit gefahren. Ja. So auch klar, jetzt in der Krise, einige Kollegen trifft es ein bisschen härter. Klar, aber es macht dich wahrscheinlich schon ein bisschen gelassener dann dabei. Ne? Ja, es macht mich ein bisschen entspannter und gelassener. Ich habe einen festen Job, ich bin froh drum, ich habe einen coolen Chef und der lässt mir da auch gewisse Freizeiten, wenn ich dann doch mal einen Auflegetermin in der Woche habe. Ja. Und es gibt Schlimmeres. Also mich hat es nicht so hart getroffen. Aber erzähl doch mal vielleicht ein bisschen kurz, wie läuft denn das bei den DJs so ab? Also ich kann mir das vorstellen, dass ihr alles so eine Jungs-Clique ja schlimmerweise, mir fällt gerade kein. Ja, schade. DJ, oh Gott, wie heißt sie aus dem B2? Betty Ford. Betty Ford. Ja. Und sonst gibt es, glaube ich, keine Frauen, die oder? Naro gibt es noch. Naro De Niro. Ja. Die gehört zur Coon Crew. Die ist bei. Stimmt, habe ich einmal, ja. Ja, das ist das Ding. Ja. In Kassel gibt es, ne, klar, über Generationen, Jahrzehnte gibt es immer. Kassel ist ja eine DJ-Hochburg eigentlich, wenn es so die letzten 20 Jahre. Ja, viele gute DJs, die angefangen haben oder jetzt halt deutschlandweit, europaweit, weltweit unterwegs sind, haben in Kassel damals angefangen. Spannend. Und aber wir haben DJen. Okay, Girls, macht es, traut euch. Ihr seid dann aber auch trotzdem nett zu denen und akzeptiert die. Ja, klar, ist jetzt kein, klar. Ich meine, in der Hip-Hop-Szene ist ja auch so ein bisschen Frauenbashing dahinter durchaus. Ja. Das heißt, ihr akzeptiert das doch. Ja, voll. Wenn da jemand kommt und sagt, hier, ich gucke dir mal über die Schulter oder wie läuft das, wie funktioniert das? Ich bin da pflegeleicht, helfe gerne. Cool. Und wenn sie ein anderes Genre lieber mag, dann kann ich sie auch vermitteln an einen Kollegen, wo ich sage, jetzt habe ich irgendwie... Was an Mach der weiter, ja. tatsächlich finde ich das schon sehr spannend. Das ist vielleicht eine gute Überleitung dahin, was ihr im Moment macht. Ich habe jetzt so ein paar Videos von dir gesehen. Das heißt, im Moment
offiziell da draußen passiert ja nichts in den Clubs gerade. Also ihr könnt nicht auflegen. Ja. Wie läuft das jetzt gerade? Kann man irgendwie, wenn man denkt, jetzt würde ich gerne mal eine Runde dancen, wie kriege ich deine Musik? Ja, halt Livestreams ist halt ja. ein ganz großes Thema. Da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Die einen schwören auf Facebook, Instagram mit Livestream. Die einen sagen, ja, Watchparty, Twitch und Mixer und YouTube mischt auch mit. Und ich finde es gut, sagen wir es mal so, dass viele DJs, die jetzt da Einbußen haben, trotzdem zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt eine Leinwand, ich kaufe mir jetzt nochmal ein Mikro. Habt ihr das vorher auch schon gemacht? Hast du vorher Livestreams gemacht? Aber ich hatte das nie so auf dem Schirm. Ich habe mal Livestreams gemacht bei Instagram damals, aber ich hatte das nie so auf dem Schirm, dass ich sage, okay, das könnte mal wichtig werden. Mhm. Schade eigentlich drum, aber ja, aber das merken ja alle gerade in jedem Geschäftsbereich. So, shit, hätte ich mal vorher drüber nachgedacht, wäre es jetzt noch besser, aber es ist ja auch okay so. Und also ich finde es halt nur gut, dass die Community sich gerade so ein bisschen so zusammenschweißt, viel kommuniziert, viele DJ-Treffen zusammen machen, also online mit Videochat und die tauschen sich aus. Das heißt so die Kasseler DJ-Community? Die Kasseler, ja, aber ich rede jetzt so DJ allgemein, so deutschlandweit. Ja. Viele machen Podcasts, machen Vlogs, interviewen andere DJ-Kollegen, wie die gerade mit der Zeit klarkommen, machen Livestreams von ihrer Musik, wenn sie auflegen. Und es ist spannend zu sehen, dass viele Kollegen da auch nochmal investieren. Der eine kauft ein neues Mischpult noch in der Krise, der andere kauft zwei Webcams, ein Greenscreen. Ja, und ihr beratet euch da wahrscheinlich so ein bisschen gegenseitig. Um seinen Fans so ein bisschen da zu sagen, hier, ich bin noch da. Ja. Ne? Und mich verfolgen auf Instagram, kann ich nur sagen. Und da kündige ich dann immer an, wann ich live bin. Yeah. Und auch, wer meiner DJ-Kollegen live ist, die Jungs aus dem Kuchen. Und dann schon mal Gin in den Kühlschrank und eine kleine Party zu Hause feiern. Gin in den Kühlschrank und ich bin ja toll. Ich bin ja ginmäßig vom Fach, deswegen. Ja, vielleicht kann man sich vorher noch ein paar Cocktails in irgendeiner Bar im Kuhn. Es stand heute nahe, als dass es aktuell nicht funktioniert, aber bald werden sie ja irgendwie wieder aufmachen können. Dann können sie vielleicht. Es muss sich jetzt ein bisschen lockern, zumindest für die kleineren Gastronomen, weil. Aber. Ja. Aber das heißt, zusammengefasst kann man schon sagen, die anderen, ihr merkt schon in dieser DJ-Szene, dass man irgendwie plötzlich zusammenrutscht und das ist schon neu. Ja, ich finde, das ist auch was, das sollten wir uns für nach der Krise auf jeden Fall beibehalten, dass wir uns halt so gut austauschen. Gastronomen machen das auch, aber da ist so diese Klickenbildung, vielleicht sollte da mal auch so ein bisschen über den Tellerrand schauen, dass man vielleicht auch mal mit Leuten spricht, mit denen man vielleicht sonst im Umfeld nicht so zu tun hat. Lustigerweise, du hast ja einen Rainer Holzhauer hier zum Interview. Der hatte mich auch angerufen wegen einer Veranstaltung und das ist so, man tauscht sich aus, man kennt sich und ich finde, das sollten sich einige in Kassel nochmal so ein bisschen auf die Brust schmieren und sagen, ich glaube okay, auch, das passiert gerade, es ist echt schön zu sehen. Ne? Ich sage immer dazu, das ist das Documenta-Syndrom. Ja, da geht auf einmal so viel, ne? Ja, geht auf einmal so viel. Ja. Diese 100 Tage Documenta, dann auf gut Deutsch wachen die Gastronomen auf, weil sie wissen, sie können eine schnelle Mark machen, aber sie können halt auch einfach mal zeigen, was sie können. Und auch Kooperationen sind Kooperation, ja dann notwendig, weil alleine kriegt man es nicht hin. Alleine kriegt man es nicht hin. Und ich finde, es muss nicht immer nur bei der Documenta sein, dass Kassel aus dem Tiefschlaf erwacht, sondern das könnte 365 Tage im Jahr sein. Aber ich habe auch schon das Gefühl, dass so von Documenta zu Documenta mehr hängen bleibt. Also wenn ich jetzt so ein bisschen mehr Flair und Atmosphäre, ist total gut. Ich finde das super. Ich finde das alleine deswegen super ist, dass wir haben ein Weltkulturerbe hier in Kassel. Wir sind Mitte Deutschland. Wir haben die Documenta. Das ist und DJ Antrax. Ja. ja. ein kleines Licht am DJ-Himmel. Ja. Man könnte viel, viel mehr machen mit den Locations. Oben das Ballhaus, der Bergpark, größte Park, was weiß ich. Also es gibt die geilsten, die Aue, es gibt, wir haben, ne, klar, das Festival, das große, ist jetzt auch abgesagt worden, sowas. Und da könnte man einfach für die Stadt Kassel ein bisschen mehr machen, außer diese zwei Rentner-Omas, die gefilmt wurden, dass Kassel stabil ist und hier noch nichts ist. Wir haben kein Konora. Hast du das Video gesehen? Ja, natürlich. Ich rede zu oft von Konora, ehrlich gesagt. Ja. Und ich habe mittlerweile in diesem Podcast hier das Problem, wenn ich das Wort Corona sage, dass ich immer eine Sekunde stocke und sage, Konora oder Corona, ich weiß es nicht mehr. Es ist echt problematisch, wenn man es sehr oft sagt. Ja. Da haben sie aber auch wieder zwei Omas abgelichtet. Ja, eindeutig. Aber tatsächlich finde ich auch, Kassel macht sich. Es bleibt von jeder Documenta mehr hängen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es wie
wie mit Selbstliebe. Ich habe da so ein schönes Zitat tatsächlich von einem HNA-Redakteur gelesen. Es geht, man muss sich erstmal selbst lieben, um es dann auch nach außen strahlen zu können. Und das Gefühl hatte ich in den letzten Jahren von Kassel und den Bürgern in Kassel. Es wird besser und sie erkennen mittlerweile, was wir hier haben. Und deswegen strahlen wir es nach außen und trauen uns auch viel mehr. Ja. Also auch sowas wie die neue Denkerei und die ganzen anderen Gastro-Konzepte, alles dahinter. Man muss sich das ja erstmal trauen. In den Großstädten funktioniert sowas schneller. Ja, ich bin da immer sehr, sehr kritisch. Also es müsste in gewissen Ebenen in Kassel mal einen Schnitt geben, wo einfach mal jüngere Leute an den Zügel gelassen wird für die Planung und Events und alleine Kassel einfach mal ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Man geht kleine Schritte immerhin schon. Das ist schon mal viel wert, ja, da gebe ich dir recht. Aber man könnte viel, viel mehr machen. Ja. Falls ihr da draußen Ideen habt, vielleicht sind hier zwei mittelalte Leute, ganz so junge Leute sind wir leider nicht mehr, Daniel, da müssen wir uns auch drauf einstellen. Ja, es ist aber jetzt einfach so. Also das ist tatsächlich aber auch ein Thema, was ich mir oft denke, wenn ich über sowas wie Clubs nachdenke. Ey, man wächst dann da so raus und denkt ja alle 5 Jahre, oh, jetzt bin ich aber zu alt geworden hier für den Club irgendwie. Ja. Und daran merkt man das. Und das macht so ein Gespräch mit dir, führt einem das nochmal kurz vor Augen. Dass wir ja auch dieses Erwachsenwerden mit den Clubs. Das ist gerade bei mir schon ein bisschen in meinem Kopf. Deswegen sage ich es so oft, es tut mir leid. Ja, alles gut. Aber wir gehen ja noch als Jungen durch. Das lassen wir so stehen. Jetzt muss ich auf die Uhr gucken. Ein Thema möchte ich aber gerne noch. Okay. Clubsterben. Haben wir ja schon vor Corona ein bisschen drüber gesprochen, alle in Kassel. Wie siehst du das Thema jetzt noch verschärfter durch Corona? Was hoffst du dafür? Ja, das ist natürlich ein Thema, wo ich nicht vorsichtig bin, aber wo ich, es sollten ja jetzt eigentlich auch, ein neuer Club sollte ja jetzt eigentlich auch aufmachen, das ist verschoben worden. Mhm. Dann in der Friedrich-Ebert-Straße wird es eine neue Bar geben, die aufmacht mit einem kleinen Tanzflächenbereich. Clubsterben, das ist immer so eine Sache. Klar, das Arm ist nicht mehr da, das ist scheiße so, wie es gelaufen ist, aber ich sehe das eher nicht so. Man muss halt einfach, wie zur Dokumentarzeit, eine Schippe nachlegen. Mhm. Man muss halt den Leuten was bieten, sei es nur von der Werbung oder von einem Konzept oder wie es halt so ist mit einem guten DJ. Es reicht nicht, wenn du dir einen Jugendlichen mit einem MacBook und einem Plastikcontroller hinstellst, der so ein bisschen Spotify hoch und runter dudelt. Du brauchst einen, der so ein bisschen das Quäntchen Know-how hat oder auch die Menschenkenntnis und die Erfahrung, um die Leute zu packen, um denen einen schönen Abend zu geben. Und vielleicht aber auch die Konzepte neu denken. Und auch die Konzepte, genau. Und das ist halt auch so ein Thema in Kassel. Lieber Drag and Drop oder was abgucken, um das schlecht nachzumachen, als den Arsch in der Hose zu haben, zu sagen, okay, ich mache mal was Frisches, was Neues. Da werden untereinander Konzepte geklaut, der eine will einen Laden aufmachen, dann macht er einen anderen Laden, sagt, er will nicht mehr und da gibt's die lustigsten Geschichten und ich glaube, da sollten die Leute eher mal sagen oder die Clubbetreiber sollten sagen, okay, wir müssen ein bisschen was am Konzept ändern, dann fallen wir vielleicht auch nicht in diese Kategorie Clubsterben. Und irgendwas müssen ja die Jungs aus dem York und aus dem Club richtig machen, weil die Läden gibt's schon sehr, sehr lange. Drumherum, klar, Arm ist scheiße, die Jungs müssen jetzt auch gucken, wo sie hingehen zum Feiern, also die Gäste, die da einmal hingegangen sind. Ich kann verstehen, dass da vielen das York oder der Club nicht passt, aber wo willst du halt hingehen? Ja, ne? Machst du irgendwann selber einen Club auf, oder? Nein. Wie schade. Nein, dann können wir dich weiter als DJ irgendwo sehen. Das auf jeden Fall. Sehr schön. Daniel, die letzten 3 Fragen, die wir allen Gästen hier stellen. Ja. Das erste, was ich nach Corona mache, ist... Ganz kurz und knackig. Meinen USA-Urlaub nachholen. Ah, wie schön. Ich wäre jetzt eigentlich in New York. Wie ärgerlich. Okay, das ist wirklich ärgerlich. Ah, das kann ich verstehen, dass du da traurig bist. Ich habe auch jetzt tatsächlich letzte Woche erst noch New York-Fotos angeguckt und da blutet einem das Herz. Ich verstehe es, viel Spaß. So ist das. Mein prägendstes Erlebnis während Corona? Die chronische Langeweile. Was hat die mit sich gebracht? Ja. Mein Bauch hat sie mit sich gebracht, dank einer Firma aus Bonn, die mich da immer mit Süßigkeiten versorgt. Die guten Vorsätze von Weihnachten und Neujahr, ein bisschen was zu machen, ein bisschen deswegen auf die Linie zu achten. Deswegen gibt es jetzt Cola Light übrigens, Leute. Ja, sehr schön. Und die chronische Langeweile, aber auch neue Hobbys haben sich aufgetan. Ich schraube so ein bisschen an Fahrrädern rum. Cool. Ich habe jetzt so mein Vintage-Rad fertig aus den Anfang 80ern, ein schönes Görike Halbrenner aufgebaut. Sehr schön.
Berufsledersattel. Ja, da hat man plötzlich Zeit für. Natürlich auch viel mit der Freundin unternehmen, rausgehen. Lolle, mein Hund, die wird gerade mehr denn je bespaßt. Das schönste Leben im Moment. Das schönste Leben. Ich merke das bei meinem Bruder und seiner Freundin auch. Die Hunde sind die glücklichsten. Ja, die Hunde sind die Gewinner in dieser Krise. Die werden jetzt mehr denn je bespaßt. Total. Und ja. Sehr schön. Wir sollten uns Folgendes von dieser Zeit hier gerade beibehalten. Von dieser Zeit auf jeden Fall beibehalten, dass man, so wie meine DJ-Kollegen kommuniziert, dass man sich halt einfach zusammenschließt. Wenn man Fragen hat, macht WhatsApp-Gruppen oder geht online, macht Videochat mit mehreren Leuten, tauscht euch aus, Konzepte, Ideen. Ja. Und das sollten vielleicht nicht nur die DJs machen, sondern wie gesagt auch die Gastronomen, die Eventveranstalter, Eventplaner, so alles, was mit Gastronomie und Nachtleben zu eigentlich tun hat alle, oder Tagesgeschäft oder Einzelhandel. Ja. Traut euch einfach, was zu machen, neue Ideen. Die Jungs vom Sapato sind da immer ganz vorne mit dabei. Die machen immer sehr ausgefallene Sachen, sind ja auch Freunde von mir. Ja. Und deswegen bin ich auch da in dieser etwas jüngeren Szene sehr aktiv. Seid einfach offen für was Neues, verschließt euch nicht. Ich meine, wir sind vom Dorf, wir wissen die Regelung, wir wissen, wie die Regelung, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja, aber wir trauen es uns ja auch. Wir trauen es uns ja auch. Steffi, sehr tolles Büro, sehr, sehr coole Lage und einen sehr coolen Eventraum, den ich vielleicht gerne mal in Anspruch nehmen werde. Ja, diskutieren wir nochmal, genau. Hier oben auch einen Büroraum, wo ich mich mal hinstellen werde, wenn ich mal mucksatieren muss oder einfach mal meine Ruhe brauche. Ich freue mich drauf. Ja. Was glaubst du, wann du das erste Mal wieder auflegst? So in echt? Schieß mal. Na, ich bleibe bei dem August. Ja. Vielleicht Juli, Ende Juli, kleine Veranstaltung. Ja. Aber ich gehe, also die Disco-Sachen vielleicht auch dieses Jahr gar nicht mehr. Ja. So leid es mir tut, aber so die kleinen Sachen werden nach und nach kommen. Und dann schauen wir mal. Glauben wir dran. Ansonsten, genau. Bis dahin bei Insta folgen, damit wir wissen, wann du live auflegst. Ja. Gin in den Kühlschrank und immer schön dran denken, beim Einspieler jetzt gibt's Heckmeck und so richtig, DJ Antrax. Ich werde es nie vergessen, jetzt gibt's Heckmeck. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, es war mir eine große Freude. Ja. Danke. Ciao.